Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Nick Valentine endlich aus dem geheimen Vault 114 gerettet. Ich möchte mal kurz mit mal was mit Cotsworth bequatschen. Hey. Ja, Sir? Hey, Cotsworth. Hier bin ich. Oh. Okay, gleich halt im Wasser. Was meinst du? Ich habe das Gefühl, dass wir endlich Fortschritte machen, Sir. Mr. Valentine scheint ein guter Detektiv zu sein. Das ist nett von dir. Oh, nichts. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal nach Diamond City in die Detektei. Ups, nein. Da war ich schon. Diamond City in die Detektei Valentine. Na komm schon, lass schneller. Zurück in Diamond City. Hopsa. Was hat das Kind da? Warum läuft das so weit weg? Ich hätte mir so viel mehr von meinem Leben erwartet. Kind. Als das. Hallo Kind. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, dann rede halt nicht mit Fremden. Hey, hallo, Mister. Hey, bist du dieser Händler aus Quincy? Nein. Die Salbe? Ich hab da diesen Ausschlag. Ja, du, ich bin kein Arzt. Er will einen Ausschlag gegen eine Salbe, ey. Ne, er will einen Ausschlag gegen eine Salbe. War jetzt falsch. Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach wow, da hat, die Kamera hat sich gerade automatisch gedreht zu ihm. Interessant. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Okay. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryo-Anlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie... sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also
Ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Outfits beschreiben. Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Könnte sein. Vielleicht habe ich... Alles war so trübe. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Das ist John. Er muss es sein. Irgendwie. Nicht so schnell. Du suchst doch nach einem Kleinkind. Wenn ich richtig zähle, sind das mehr als 9 Jahre Unterschied. Vielleicht hat er einen eigenen Sohn. Vielleicht ist es ein anderes Kind. Außerdem sind beide vor einer Weile verschwunden. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Voll genickt. Na, folgen wir mal den guten Nick. Ich will nicht so langsam mal unseren Sohn finden. Kann ich auch irgendwie gehen? Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Hab gehört, schnell, dass du Valentine sauber, gerettet hast. Gründlich. Gute Arbeit. Hat keine Feinde. Weil sie alle tot sind. Aber Nicky, ist nicht bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Ja, okay. Und da wohnt der? Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Abgeschlossen. Nein, ich komme nicht rein. Warte mal, vielleicht kann ich ja skillen. Skill, wo bist du? Da. So. Kein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Die bekomme ich so nicht auf. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Okay. Ich will den Schlüssel haben. Kostet es, was es wolle. Ich will meinen Sohn finden. Ach, da kommt das Ding gerade runter. Perfekt.
Achso. Warum kommt der Bürgermeister nicht raus? Hat er Angst vor der Presse? Wenn ich zum Institut gehören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer gewissen hohlköpfigen Blondine denken. Oh, wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Was machst du hier, Piper? Ich will herausfinden, warum der Bürgermeister sich alle zwei Wochen mit demselben verdächtig aussehenden Kurier trifft. Aus keiner Siedlung, die ich kenne. Nicht von einer Karawane. Kommt und geht, bevor jemand mit ihm reden kann. Hm, vielleicht ein Botenjunge des Instituts? Wenn der Artikel erscheint, wird sich jeder diese Frage stellen. Wenn Sie den Empfang nicht mehr in Beschlag nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern. Hm, ich wollte sowieso gerade gehen. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen bin. Genau. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? Ich muss mit jemandem über Kelloggs altes Haus in West Sands reden. Mr. Kelloggs Haus? Er hat die Stadt vor einiger Zeit verlassen. Wir haben das Anwesen beschlagnahmt und verriegelt. Gäbe es etwas, das dem Mann gehört, an den Sie Ansprüche stellen, könnte der Bürgermeister Sie vielleicht empfangen. Hey, können Sie mir nicht helfen? Und wenn ja, warum sollte ich? Bitte, ich will nur meinen Sohn finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Sie sind irgendwie süß. Also gut, ich vergesse einfach, dass ich diesen Schlüssel auf den Tisch gelegt habe. Schön, dass Ihr Sohn einen Vater wie Sie hat. Ich hoffe, Sie finden ihn. Dankeschön. Ah, wir haben den... Ah, Piper? Wie konnte Piper denn unser Gespräch hören? Wenn, Das geht doch gar nicht. Hallo Katze, was so wunderschöne drei Augen. Piper war... Wie konnte Piper das denn hören? Das verstehe ich nicht. Wer ist das denn da für eine alte Dame? Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City-Sicherheit nutzlos ist. Ignoriere sie einfach so wie ich. Miss? Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Okay, gut zu wissen. Wie gut, dass unser Charisma schon so hoch ist, dass wir... die Leute bezitzen können, dass wir den Schlüssel bekommen. Hast du den Schlüssel? Okay, dann los. Die Ehre überlasse ich dir. Danke dir. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Geh mal nach oben. Den Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Handschellen. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Hier ist nichts, was ich gebrauchen kann. Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Nach einem Schalter oder Knopf? Okay, ich suche ja schon, Aber ich will den ganzen Zeug nicht mitnehmen. Hm.
Ah, auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Aha. Natürlich ist mal eben das, was ich hier eingesammelt habe. So. Was haben wir denn hier? Geistbolzen. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Hä? Das ist bestimmt gerade vor aufbereitetem Wasser, Freundchen. Ein Stimpack. Schmutziges Wasser. Start, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Das ist eine gute Warum Idee. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst... Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Stimmt. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Kurzwurf nach Sanctuary Hills. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Alles klar. Aber ich muss sehen. Hey, ich höre dir aufmerksam zu. Was brauchst du? Was meinst du? Sollen wir dann weiter? Ist zwischen uns alles in Ordnung? Im Moment habe ich keine größeren Beschwerden. Okay. Dann, wo wusste eigentlich Dogmeat? Der hat ihn noch gar nicht kennengelernt. Aber schön, dass es. Ja, ich hatte jetzt die ganze Kotzwurf dabei, aber schön, dass er Dogmeat kennt. Dogmeat! Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hast du was gefunden, mein Junge? Erst einmal sie. Ja! Dogmeat! Auf einmal stand er vor der Tür, das finde ich interessant. Schön, dass er auf einmal wieder stand. Du hängst mit Valentine rum, was? Schön für dich. Ich bin da, Dogmeat. Oh, Kotzwurf. Defense. Gut, dann jagen wir noch Dogmeat hinterher. Wir sind schon gespannt, wo er hinlaufen wird. Dogmeat. Ich fand das interessant, dass er auf einmal in Diamond City war. Er ist den ganzen Weg bis von Sanctuary Hills bis hierher gelaufen. Das fand ich cool. Dogmeat, so ein süßer Hund. Oh, diese Ladezeiten. Da geht ja eine ganze Aufnahmeminute flöten. Hey, warte. Er hat was gefunden, das ist schön. Aber
ich muss sagen, Valentine hat nicht ganz Unrecht. Was denn? Was denn? Kerlock hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die Fährte wiederfinden. San Francisco Sunlights. Dogmeat was gefunden? Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Also, wo lang? Für uns. Da lang. Komm. Auf geht's, Junge. Komm mit, Junge. Wow. Mistviecher. Ah. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Nee. Los, weiter geht's. Dogmeat, los geht's. Wo lang? Wo auch immer er ist, wir werden dich finden. Hier? Einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Mach ich. Was denn? Blutiges Verbandszeug. Habt ihr doch gesagt, eine gute Fährte für Dogmeat. Der Welt hat. Gut gemacht, Dogmeat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Los geht's. Wohin, Dogmeat? Der führt uns jetzt durch das ganze Commonwealth. Ah. Ah. Ah, geht weiter. Ah, Alter. Alter. Wo ist Dogmeat? Ah. Mann. Wegen den Dingen habe ich jetzt Munition verschwendet. Oh. Alter. Was ist das für Viecher? Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Boah. Mistviech.
Ich höre Geräusche. Was zum... Da. Los geht's. Hier rein? Oh. Das haben wir nichts Schönes. Rastplatz. Hast du was gefunden, Kleiner? Gwinnett Stout. Sein Lieblingsbier. Doc nicht die Fährte wiedergefunden? Jetzt gut, ja. Schnappen wir uns den Kerl. Wo lang? Ist der Dog Meat. Willst du ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ach, wie willst du schwitzen? Lass den Hund in Ruhe. Arschloch. Niemand greift mein Hündchen an. Ich bin da auch schon mal durchgerast, oder nicht? Lass den Hund in Ruhe. Ah. Moment, ich bin überladen gerade. Was habe ich gerade aufgenommen? Ach so. Sicher, dass wir das nicht noch brauchen? Ich muss ein paar Sachen loswerden. Ich bin überladen, Nick. Ich bin okay. Zufrieden. Los geht's weiter, Hündchen. Ah, ich bin da auch schon mal durchgereist. Alarm. Kritische. Verdammt. Das muss ja eine fette Party gewesen sein. Bekannter Söldner. Anwendung extrem. Aggressotron. Angreifer. Waffen unverz. Okay, ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.